Hallo zusammen, heute gibt es ein neues Video aus der Reihe 4 Ideen mit. Heute 4 Ideen mit Brisket-Resten. Ihr wisst, was das bedeutet? Das bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Fangen wir an mit Nummer 1. Brisket-Fleischsalat. Für alle, die so gerne Fleischsalat auf dem Brötchen essen wie ich, hier die Idee. Wir brauchen Brisket, Zwiebel, eingelegte Gurken, Salz und Pfeffer, Apfelbalsamessig und einen Teelöffel Senf. Das Ganze ist denkbar einfach. Einfach das Brisket in Würfel schneiden. Die Zwiebel in Würfel schneiden, das habt ihr glaube ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gesehen bei mir. Die Gurken irgendwie klein schneiden, muss nicht schön sein. Und dann die anderen Zutaten zusammenrühren. Mayo, das sind etwa 3-4 Esslöffel, der Teelöffel Senf, Salz und Pfeffer, Apfelessig, bis das Ganze eine homogene Masse gibt und danach die festen Zutaten einfach unterheben. Das Coole ist, dass der Rauchgeschmack von dem Brisket kommt da sehr gut raus. Ich stehe ohnehin auf Essig- und Mayo-basierte Soßen, von daher, das ist eine sehr coole Kombination. Ein Schmankerl für jedes Frühstücksbrötchen, kann man auch so löffeln, von daher. Für alle, die jetzt die erste Folge noch nicht gesehen haben, schaut mal auf meinem Kanal, da gibt es auch ein 4 Ideen mit Roastbeef-Resten. Kommen wir zu Idee Nummer 2. Brisket Bruschetta. Auch hier ist die Zutatenliste wieder überschaubar. Wir brauchen Brisket, wir brauchen Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln, etwas Barbecue-Rub und ein Brot hier, ein Baguette, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist ein Steinofen-Baguette. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl. Das steht jetzt nicht auf der Liste, ihr seht aber gleich wofür. Wir starten mit dem Baguette. Das schneiden wir so längsweise in Scheiben. Möglichst dicke Scheiben, damit sie nicht trocken werden. Und dann bepinseln wir die Schnittkanten von der einen Seite mit Olivenöl. Ich habe das dann kurz auf den Grill gelegt, für etwa 3 Minuten je Seite und die Seiten etwas aufgeknuspert. Das hilft, dass wenn dann der Belag drauf kommt, dass es nicht sofort durchsuppt. Ähnlich wie beim Burger Bun. Dann die Tomaten, etwas Barbecue Rub und den Knoblauch hinzugeben und miteinander vermengen. Wenn man jetzt schlau gewesen wäre, hätte man die Zwiebel vorher schon gewürfelt, dann könnte man das direkt in einem dazugeben. So zeige ich euch das jetzt hinterher. Dann das gewürfelte Brisket, mehr oder weniger fein gewürfelte Brisket, jetzt unter die Tomatenmasse heben und dann auf unsere Brotscheiben legen. Ihr seht, sie sind etwas angeknuspert, zack, drauf. Ja, dann hauen wir das wieder für 20 Minuten auf den Grill, indirekte Hitze, dass das etwas warm wird. Und fertig ist eine, finde ich, eigentlich ganz coole, spektakuläre Vorspeise. Dazu ein bisschen Feldsalat, kleines Joghurtdressing oder Caesars Dressing. Ich find's geil.
Kommen wir zu Idee Nummer 3. Wir kochen mit dem Brisket ein Chili. Und das ist geil. Wir starten quasi mit unserer gusseisernen Pfanne, etwas Öl, Zwiebeln, Bacon und Knoblauch und rösten das einmal lockerflockig an. Nach ein paar Minuten, wenn die Zwiebeln die erste Farbe genommen haben, gebe ich gut und gerne 200 Gramm Rinderhack hinzu. Und das lassen wir jetzt ein paar Minuten köcheln und dann hauen wir da Baked Beans rein. Ich hau da gerne Kidneybohnen rein. Kidneybohnen sind nicht jedermanns Sache, ihr könnt auch weiße Bohnen nehmen oder schwarze Bohnen. Vollkommen egal. Tomaten. Das sind gestückelte Tomaten aus der Dose, diese sind hier mit Knoblauch. Ein Schuss Essig. Und dann das Ganze für 20 Minuten köcheln lassen. Dann unsere Brisket-Würfel hinzugeben. Das sind so 3 oder 4 Scheiben. Ihr könnt das von der Menge ja ungefähr abpassen. Salz, Pfeffer und ein paar Jalapenos für die Schärfe. Und wieder für 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Und fertig ist ein sensationelles, unglaublich aromatisches Brisket. Total geil. Also ich finde es total super. Das war mega. Kommen wir nun zur letzten Idee für heute. Ein Brisket Bagel. Also wir können natürlich noch ewig so weitermachen. Ich habe noch weitere Ideen für Brisket Leftover oder Brisket Reste. Brisket Reste, das gefällt mir ganz gut. Für diese Variante brauchen wir frische Tomaten, etwas Salat, das hier sind Salatherzen, Romaner Salatherzen, ein Bagel und mein neuer Favorit am Soßenhimmel, Sriracha Mayo. Gab's bei uns neu um die Ecke, sensationell. Wir beginnen mit den Tomaten, die wir schneiden, in Scheiben schneiden. Und der Rest ist echt popels einfach, ne? Wir schneiden den Bagel auseinander, wir belegen den mit Salat, den Tomaten und dem Brisket, überziehen das mit etwas Sriracha Mayo und fertig ist unser Brisket Bagel. Super geil! Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mal was nachmacht oder mir weitere Rezeptvorschläge für Biscuit Bagel, Brisket Reste in die Kommentare reinschreibt. Solltet ihr noch kein Abonnent sein von 0815 Barbecue, dann müsst ihr das sofort nachholen, denn es gibt noch viel, viel mehr diesen Sommer. Verlasst euch drauf! Also Daumen nach oben, Kommentar, Abo, besucht mich auch auf Instagram und Co. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.